Fuck, Digga. So, nach diesem epischen Crash sind wir wieder hier. Ja, ich weiß nicht, was das Problem war. Ich habe den Crash Report aufgemacht und oh Gott. Und da standen Sachen drin, die ich nicht verstanden habe. Primär wegen. Einen Moment mal. Primär wegen, weil da halt Speicheradressen gerannt wurden und ich weiß halt nicht, für was die Speicheradressen stehen, was das genau zu bedeuten hat und warum die gerade Probleme gemacht haben. Jetzt gehen wir wieder zurück und töten wieder die Regenerados, um all meinen ganzen Cash wieder zu bekommen. Und natürlich die Wrench. So, was wir nämlich machen können ist, wir können schon mal ein Teil hier reinlegen. Genau, und Moment mal. Vielleicht ich probiere was aus. Oha, das ist doch viel Color Bonus dann, warte mal. Geld. Ich liebe Geld. So. Sehr schön. Das heißt, eins kann man schon safe verkaufen. Nochmal das French mal auf. Die Wrench hat Probleme gemacht, indem ich die Keycard reingesteckt habe. Und das geht dann spawnt, genau. Obwohl, kann ich damit deren Herzen wegsnipen? Ne, das was haben die gar nicht, okay, gut. Die haben keine Herzen mehr. Oha. Okay. Putz, Junge! Und du, oh fuck, Ruhe! Lass mich durch! Alter, ich werde jetzt so gebankt. Bisschen Overkill. Alter, der hat mich einfach Alu Akbar, Mann. Der hat seinen Kumpel abgestochen. Junge. Bin gleich fertig. Putz, Junge! So, fick dich. Putz, Junge! So, jetzt schlicht dich ab. Okay, ist tot. Puh, Junge. Wo ist mein Bootknife? Ah, da ist es. Ich habe ja eigentlich die Sachen mitgenommen, okay? Stimmt, ja, das Spiel ist abgestürzt, deswegen. Hab ich noch was hier? Nö. Ich soll die Keycard holen und noch eine Resource und dann haben wir ab. Nice. Such mal auf. Gehen sie durch. Und dann hoffentlich Fat Profit. Oh. Ne, ich habe schon auch gemacht, okay. Mach das hier auf. Ja, gehen wir hier durch. Wir müssen noch gucken, wo noch Schützen um hier abzufahren. Nicht hier auf jeden Fall keine mehr. Gut, dann holen wir es mal Ashley raus.
Habt ihr das gesehen, was er an der Waffe gemacht hat? Der hat einen Press-Check gemacht. Also, man checkt man die Kamera, das ist cool. Das hab ich gar nicht gewusst, es gibt hier, Chapter-Rating. Ich hoffe, das Chapter eine eineinhalb Stunden gebraucht. Plus Crash halt natürlich. 30 Enemies gekillt, bin einmal gestorben, Accuracy 77,8%, Times Damage 9 Mal. Ah, ich bin 5 Mal im Schloss gestorben. Nee. Ja, aber du würdest mit dem Boss kommen, stimmt, da bin ich ausgestorben. Aber ey, meine Präzision war schon immer über 50%. Ich im ersten nicht performt. Jetzt im ersten Chapter bin ich einmal gestorben, habe 22 Damage genommen. 22 Mal Damage genommen. Ja, wegen ganzen Bärenfallen und shit, Alter. Fucking Bärenfallen, Mann. 10 mal 10 mal 7 mal, ehrlich, ich bin 21 Mal. Times Damage, ich dachte schon Tode, Alter. Tode passt eigentlich. Pause. Wir wanken Chips. So. Cheetos, man sagt, die schmecken sexy, aber ich kenne die nicht. Backen wir die auf die Lieben, können wir Schlimmeres kommen. The medicine just in time. Can you stand? Where's Luis? He's worried about you. Until the end. Come on. We don't have much time. Let's get rid of these things. For Luis. Ada, come in. There's a lab where we can remove the parasites. Had a crazy hunch that you'd know where it is. Their most important facilities are housed in their sanctuary at the top of the mountain. That's where I'd look. Ada, the encyclopedia. Happy to help. Now you owe me. War ja klar. Was ich einfach gratis gibt, Alter. Kept this researchers note. We were imprisoned without warning. One by one, we are taken to the next room. I don't know what happens here. There, they just took Annabelle. I'm probably next. I've got to think. Need to get my head straight. All who are infected with the plaga will be at the mercy of Lord Adam Sandler if he commands it. They will walk themselves to death with a smile on their face. Ja. Kapitalismus im Endstadium. 8 Minuten 52 plus die ganze Stunde, aber das berechtige ich jetzt nicht. Adversely, the horse becomes so simple-minded that basically useless for any complex task. However, we succeed in developing the new superior species of Plaga. It has no special variability, but the host's cognitive functions are not diminished. It seems like they plan to administer this new species to the girl. It's clearly important that she maintains the intelligence after infection. All tests were unsuccessful and plans for mass production are moving forward. What the fuck? The project is a complete success, but I've been imprisoned. And preparations to inject me with the superior species are underway in the next room. Annabelle is not herself anymore. The smile has been wiped completely from her face. Writing is the only thing that keeps me sane now. No, not that anyone will ever read this. Ja, ich hab's gelesen, Bruder, ich hab's gelesen. Crystal, oh, Digga, was? Noch mehr Geld, Junge. So Bock auf Geld, Mann. Oh, was ist hier drin? Fisch. Weg der Schick! So. Moment. Ich hab da jetzt. Ich dachte, ich hätte was spinnen gehört, wie diesen kleinen Boy. Der kleine Boy war übrigens Salat, das wusste ich nicht, bis ich eigentlich mal. Ich habe ein Video geguckt, in dem jemand mit. Nein. Jemand mit ganz vielen Mods, der Resident Evil 4 gecursed hat. Und da hat man auch Adam Sandler halt, Adam Sandler sag ich schon, Lord Salazar, also Ramon Salazar mit den richtigen Salazar aus den OG-Teilen ausgewechselt. Da habe ich gemerkt, ah, Salazar ist eigentlich der Dude hier. Dieser Wackeldude.
Crafting, Rifle Ammo, Handgun Ammo, Magnum Ammo. Ich glaube, die Pistole war ein Scheißfehler, aber ich bleib dabei. Ich bleib dabei, ich brauch's. Komm, gib mir die Rifle Ammo. Keep in mind, ich hab nur 3 Schüsse mehr als die SL8. Und das Ding ist an sich stärker. Meine Meinung. Oh, Spinals. If anyone has moment to spare, would you please return those blue medallions into broken mess on the floor? I know that it won't bring back the oldest, but I can't let this stand. Cargo Depot. Ja, im nächsten Bereich. Oh! Shooting Range. Ich mache jetzt Shooting Range bevor, aber ich speichere erstmal kurz. Ich weiß nicht wieso, ich will immer so viel speichern, obwohl das Spiel jetzt nicht so hardcore ist, dass ich jetzt speichern muss, weil ich spiele auf Standard. Spiele, gewinne. So Leute, heute schaffen wir das. Das fängt schon mal gut an. Ich sag nichts, Mann. Ich sag gar nichts. Einen hab ich getroffen. Ich will noch am Ende des Winkels treffen. Ah. Ich mach sogar so viele, ich mach sogar alle. Oh mein Gott. Na, ich hätte nochmal getroffen, egal. Gut, dann gehen wir zurück, wenn wir es nochmal probieren, Rio probieren wollen. Aber ich mach mir so 4C. Sieht neu aus, sieht geil aus, machen wir mal. 4 Waffen, Alter. Bro. SL8. Wie das ist. Nein, wieso lasse ich nach? Was ist mit der Musik los, Alter? Ups. Digga. Bro. Alter. Nein! Das gibt's doch nicht. Oh mein Gott, das war scheiße, aber ich hab das letzte Mal gemacht. Ey, ich hab Gold-Tokens? Ha. Krass, okay. Bolt-Throw? Warte, mach mal das, Alter. Scheiße, fliegen die langsam. Hoppla.
Alter. Digga, was für eine Kacke. Digga, was für eine Kacke. Aber erst, Alter. Du willst mich doch flachsen, Mann. Red Bull Kill! Nee, das hat man gehört. Triple Kill. Oh mein Gott. Nee. Ich bin froh, dass die jetzt wenigstens abfeuert. Immerhin einer. Eine. Benutze lieber für die Hunde. Ja, schade. Destroy all pirates, wie du überhaupt. Ah, das ist Bolt Launcher, sehe ich gerade. Nur die Punisher, machen wir das mal. Scheiß die Wand an. Hoppla. Ich hätte Matrosen gar nicht gesehen. Da hätte ich wahrscheinlich warten müssen. Ich mach das nächste Mal mit dem. Damit die Matrosen verschwinden. Ja, ich mach's mit Matrosen, die verschwinden. Nämlich, wenn man wartet, bis die Matrosen verschwinden und dann auf das Dynamit schießt, stirbt die Matrosen nicht, logischerweise. Deswegen, so dass du ein bisschen besser performen, Alter. Da hab ich nicht gewartet, aber ist mir scheißegal. Bis er da kommt und let's go. Bis dort, bis die Matrosen weg sind. Da musste ich jetzt, weil die Matrosen werden nicht verschwinden. Weil erst wird der Dynamit verschwinden, dann die Matrosen. Oh fuck. Destroy all pirates in 10 shots, alles, hoppla. Ja komm, dann, wir müssen auch die Matrosen scheiden. So gut es geht. Ja, let's go. Oh, das war spaßig. Hehe.
Yeah, gib mir die Tokens. Alter, ich weiß so sehr, wie Ashley mich abfeiert, dass ich alles treffe. Mann, ich feier das wirklich. Fuck! Alter, ich hab voll gesleept. Wieso sleep ich jetzt? Na, scheiße. Ja, ja. Aber ich wollte Bonus-Time haben. In 10 Shots soll Lester gekriegt werden. Ich hab schon verkackt, also ich muss bei den einen Piraten dann hier nach rechts stehen, wenn ich sie alle mit einem Schuss holen kann. Nehme ich so. Oh fuck. Ah fuck. Aber die 5-7s, die 5-7-Trends sind ja voll cool. Wir machen jetzt Red 9, wir machen jetzt hier 100%, Digga. Wir scheißen auf die Matrosen. Da nicht, da können wir die sperren. Nein! Oh mein Gott. Scheiß die Wand an. Das war so close. Fuck, das war das Letzte. Ich mach's nochmal. Der Red 9 Grind wird jetzt real, Alter. 1, 2, 3. 4 5 6 7. Oh. Das war noch los. Oh fuck. Na egal. Boah! Ja! Sau geil! A rifle can take out multiple targets with a single round. Rate of fire leaves a bit to be desired though. Das versuche ich nochmal. Ups. Ups. Da habe ich reingeschissen. Da habe ich reingeschissen. Nein, akzeptiere ich nicht. Nichts mit Speeches, geht besser.
macht so Bock, Digga. Ich dachte, ich krieg nochmal einen Token. Jetzt versuchen wir nochmal den Bro hier. Let's go, Digga. Let's go. Wenn es Ashes sagt, dann mach ich das auch. Für die da. I would never stand for a woman. Ashes appears. At your service, my queen. Natürlich auch Verhate, aber schön. Meine Meinung, kannst mich jetzt debaten, Leo. Scheiß drauf, ich krieg das jetzt. Das ist ein Witz, Alter. Das ist ein Witz. Okay. Good job, Leon. Have fun. Danke. Ich habe jetzt sehr viel Spaß beim Gamblen. Let's go, hör damit. Leon will Fandgun. Nein. 30% off Knife Repairs. Das ist richtig gut, Digga. Weil wir auf die separieren muss. Nee. Scheiß Bolt Launcher. Ich wollte trotzdem, vielleicht manchmal mal was Spaß und Brave Playful mit dem Bolt Launcher. Und dann noch Jose. Okay, das passt. Wir gehen wieder hoch. Yeah. Abstand, Ashley, das ist zu nah. Du bist meine Personal Zone. Was kein Problem ist, dann kommen wir. Fuck, war das creepy, tut mir leid, Alter. So. Brauche ich die Range für irgendwas nochmal? Nein, okay. Level 3 Kick Card auch nicht, okay. Hey, welcome. So. Die haben dann behalten, ich sammle einfach die Dinger einfach so. Weg mit denen. Bevor wir. Wo ist denn das mit denn hier? Hier, dich auf dich links. Ja, ich mache mal kurz Leon links hin, damit wir hier von dem. Hoppla, wo ist das? Von dem Buff hier profitieren können. Was können wir denn sonst so kaufen? Resources her damit. Ja, so sieht es aus, Bro. So, 3000 habe ich doch übrig, das ist ein bisschen kacke, aber besser ist nichts. Handgun-Ammo benutze ich nicht mehr, Submachine-Gun-Ammo brauche ich jetzt mehr. Nee. Ach komm, machen wir mit, dann können wir den hier auf der rechten platzieren, das passt schon. Dann speichern wir hier. Grün und rot. Naja, mach mal so ein Giga-Ding. So. Dann eine Flash, die ist wichtig. Hoppla. Schau mal doch nochmal. Kein Bock jetzt, wenn ich das Spiel noch abschütze, dass ich noch was nochmal machen muss. So, dann gehen wir weiter. Nämlich. Ja, erstmal die Blue Medallions ab. Blue Medallions? Doch, Blue Medallions abballern und. Ja. Viel Geld machen, hoffentlich, wenn ich einen Emerald finde. Was soll er? Moment, da ist mir weg, das ist komisch. So, jetzt.
irgendwo da oben. Brüllst du die? Na, ja, brüllst mich dem 4. Danke dafür. Ich werde jetzt noch zum Simp und ich bin nicht. Ich bin nicht. Beschämt an dich, das soll ich. Das Treasure ist oben, oder? Da oben hängt das. Nice shot. Danke. Lexandroid! Nee, das reicht nicht für den 5-Color-Bonus. Aber hier reicht es für den Duo-Bonus. So. Wenn wir diese Quest fertig haben, den Auftrag fertig haben, dann gehen wir wieder zum Merchant. Beziehungsweise gehen zum nächsten Merchant und dann noch da hinten jetzt. Moment mal, wir nutzen das mal aus, dass wir jetzt viel. Moment. Cool. Nein, aber ich will. Hallo. Okay, ich weiß nicht warum, aber ich mein Kopf hätte es lustig gefunden, wenn ich dadurch. Das Medaillon gesehen hätte. But where is it? Na, da unten. Na, ich komm. Ein Scope macht nicht präzise. Verdammte Golf, die Logik. Was ist hier? Ich fange dich auf. Oder nimm die Leiter. Ach, hier geht's weiter. Jetzt fühle ich mich wie ein Amerikaner im Irak. Es tut mir leid, es musste sein. Kann ich das hier? Oh, ich kann es aufmachen. Oh, Müll. Im Müll gibt es Schätze, das ist wie Fallout 4. Gehen wir ganz nah ran, ich will Munition sparen. Vor allem, wenn ich so einen Messerkampf raus, Alter. Ich übe schon mal für Krause, Alter. Putz, Junge! Du stehst nicht auf. Wir machen mal ein bisschen Krieg und Sparkurs. Ist das niedlich, Alter. Oder ist es. Doch, das ist doch das erste Mal, dass ihr nachfragt, oder? Ich hab keine Ahnung, Mann. Aber meine Senses werden getinkelt. Digga, ich muss meine Fresse halten, Digga. Was hab ich für eine Scheiße? Oben, oder? Ja. Na komm, ich bin gierig, ich will es jetzt haben. Ja, ich hätte vielleicht ein bisschen höher gehen können, aber es ist egal. Egal! Da hinten. Ja, das. Das lasse ich mir nicht entgehen, Digga. Ich brauche alle Ressourcen, die es geht. Das Spiel ist eigentlich Resident Evil 4 Remake, aber ich spiele es wie Resident Evil 8 Village. Overpowered und mit sehr viel Zeug. Oh. Also es ist hier unten. Digga, bin ich blöd. Ja, es ist da unten.
Der Fakt, dass ich Handgun-Ammo finde und Handgun-Ammo einfach zu craften ist, bin ich dumm, Alter, ich muss da lang. Der Fakt, dass ich Handgun-Ammo finde und Handgun-Ammo craften kann, sagt mir irgendwie, dass ich die Pistolen hätte nicht verkaufen sollen. Digga! Ja, dann brauch nicht so lange. Fuck, Mann. Next! Würde ich jetzt, Nico. Digga, würde Leon jetzt die Cocky fragen. Hab ich mir auch gedacht. Man muss jetzt sparsam denken. Ich werde das hier durchziehen, ich werde das so durchziehen, ja? Ich werde das durchziehen, ich werde keine Pistole, glaube ich, mehr kaufen. Außer ich hätte jetzt Geld einen Überschuss, wodurch ich dann die Blacktail wieder auf den Stand bringen kann, wie ich sie halt vorher hatte. Velvet Blue, ich brauche aber noch so einen grünen Emerald, gib mir den bitte. Okay, don't K me, Alter. Oh, warte. Hold this down. Got it. Du, 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 du. Kessel, wofür? Ich komm schon. Oh no. Oh oh. Nein, komm wieder hoch. Alter, hab ich jetzt viel Zeug. Ja, ich kann nicht so gut springen. Nämlich muss hier hoch. Dann bin ich hier oben. Ach ne, war wein, das ist was komplett anderes. Ja, da kommt sie wieder zurück. Kommt sie durch? Wo ist sie? Fuck, Digga. Ja, ich versuche jetzt so schnell wieder zurückzukommen. Oh oh. Wieder die Scheiße. Ich benutze nämlich das ja eine Kanalisation. I hate yours. Würde jetzt Francis sagen aus Left 4 Dead. Wie hat sie das gehört? Na egal. Irgendwie funktioniert das nicht richtig. Oh. 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 Ja, ich hab ein Emerald. Rein damit, rein damit. 100.000. Fuck, ist das geil, Digga. Genau, wir kurz zurück. Das ist ein bisschen awkward.
Hey. Ja, schön. Das ist aber jetzt zu. Die Frage ist. Wie machen wir das jetzt? Die kann nicht durch, wenn ich da bin. Ich kann aber auch nicht durch, wenn die nicht da ist. Dann warte, sagen wir mal, dass sie es machen soll. Dann macht sie es hier auf. Dann müsste es hier eigentlich einen Schalter geben, womit ich das gedrückt halten kann. Ah, ich habe den Seitengang nicht gesehen, okay. Hier sie so herruft, als wäre es ein Pferd. Blue, Blue. Du Fisch, Alter. Uhuhu. Alter, nicht auf sie, du Bastard. Oh mein Gott. Wo ist die Flashbang? Wo ist die Flashbang? Wo ist die Flashbang? Putz, Junge! Friss dich, Alter. Friss dich, vor allem stirb. Du Missgeburt, Alter. Was ein Viech, Alter. Gott sei Dank habe ich die Flashbang gecraftet. Shotgun Shells finde ich gerade ein bisschen nützlicher. Diese Hurensöhne, Alter. Vielleicht kommt ein Kommentar von Nesche. Was würde. Oder auch nicht, okay. Die ist mehr. Smells pretty bad. You okay? Yeah. Before this one killed me though. Wow, der Kommentar kommt von Leo, nicht von ihr. Okay. We go at the same time. Yeah, okay. It's okay, we got this. Hoppla. Sie hat Spaß an Rätseln. Sie muss Autistin sein. Was ist denn mit mir, Alter? Du bist auch irgendwie witzig. Geh mal da rein. Ich habe das Gefühl, dass sie da drin bleiben, dass sie da drin bleiben muss. Warum muss ich immer recht haben? Oh, scheiße. Ich habe keine Munition. Fuck, Digga, wie machen wir das? Ich mach das, ich weiß, wie wir das machen. Du kriegst einen Byron-Scanner. So, wir gucken kurz hin. So, wir wissen in der Mitte. Nein! Nein! Bastard, Alter! Boah, wo ist der? Ey! Das Ding macht mich fertig! Es ist tot. Ein Red Barrel. Die sind 9000 wert. Wie viel sind eigentlich die anderen wert? Die müssen eigentlich mehr sein, weil die halt so hoch. Der ist sogar mehr wert.
Puh. War das jetzt mehr? 45.500. Einundvierzigtausend, ja, das ist viel mehr wert. Huh, das ist geil. I love my treasures, Mr. President. You're not hurt, are you? No, I'm good. Schlimmer, wir haben keine Munition herstellen. Ich bin komplett leer, ne? Du musst jetzt mit Messern kämpfen. Meine Idee war es halt, zu gucken, wo die Herzen sind und um dann drauf zu schießen. Mit der Shotgun. Um den maximalen Damage zu machen, aber. Ja, man muss da durchpenetrieren, das geht mit der Shotgun nicht. Was ist das? Leon! Ja, ich brauche Strom, damit ich dieses Rätsel lösen kann. Drehen wir das mal. Give me some space. Okay. Nein, du sollst das drehen. Get this for me. Leave it to me. I'm actually pretty good at this stuff. Sachen zu drin zu halten. Kotaku schreibt schon bereits den nächsten Artikel, warum das sexistisch ist. Okay. Aber ich kann auch ihr nicht sagen, dass sie... Also, nee, egal. Post. Dieser Kommentar mit Sexismus war auch politisierend. Also, Minute 48. Bei mir. Also, in der Aufnahme. Ich weiß nicht, wie viel Zeit bei euch vergangen ist. Warte mal. Hey. Oh. Oh mein Gott. Was bringt jetzt mehr Geld? Das sind 4, okay, die Krone. Aber das bringt sowieso mehr Geld, das heißt erstmal. Machen wir hier die Edelsteine raus. So, machen wir mal die hier rein. Gott sei Dank muss ich da jetzt nicht 3 Emeralds oder so einen Scheiß finden. Jungs, wir werden heute in Geld schwimmen. Fuck, Mann, ich liebe dieses Treasure-Game, Digga. Das wäre ein geiler Combat. Scheiß drauf, ich will Geld haben. Würde sich jetzt... Würde sich jetzt Danny denken. Weil Danny ist so ein Loot-Goblin. Ich hoffe, er sieht den Part. Grüß dich, Danny, du Bastard, Alter. So. Dann legen wir den Strom hier oben. Oh, oh. Noch ein Dillen? Oh mein Gott. Ich hab ein Problem, Alter. Was mache ich denn jetzt? Okay, die sind kapazitiert, das ist in Ordnung, solange da keiner kommt. Ich bin am Arsch eigentlich. Ich muss das Ding mit Messern bekämpfen. Oder Granaten. Oh, plötzlich ist der falsche Scope. Doch, ja, das ist doch das richtige Scope, warum? Ihr habt die falsche Waffe. Ah, oh, Digga. Moment, ich hab die richtige Waffe. Nein! Lass mich los! Scheiße, das war's.
Wie bitte? Oh nein. Ich komme an die nicht ran. Fuck, das war's. Ja, scheiß die Wand dann. Hätte ich irgendwie durchkommen können? Es war nichts anderes gemacht. Wie mache ich das jetzt? So, auf jeden Fall. Erstmal Black Bass mitnehmen. Green Herb. Da gibt's ja noch was. Nee. Gut, dann legen wir jetzt den Strom um. Und ich glaube, wir müssen einfach da durchlaufen. Ich glaube, eins, zwei, vier? Okay. Nachladen. Ich hab sie umgebracht. Fuck, Digga. Scheiße, Biden wird mich hängen, wenn er es rausfindet. Dann machen wir jetzt schon mal die Vorbereitung. Hallo? Das ist 5. Wieder ein Herb. Der Blät. So. Und Parts bei Scanner nachladen. Umlegen. Shit. Alter. Alter, das hat mich gespiked, Mann. Ja, scheiße, ne? Okay, wie mache ich das jetzt? Ja, ausstecken. Wie komme ich aber da rüber? Was soll ich machen? Alter, der sticht mich ab. Okay, das ist problematisch. Das ist sehr problematisch. Okay, ich fokussiere mich jetzt auf Ashley. Das fette Viech. Können wir drauf scheißen. Ich werde die Schwierigkeitsgrad nicht ändern. Ich habe mich quasi gesoftlockt. Das will ich damit kurz sagen. Ja, ich konzentriere mich lieber darauf. Dass ich die Plebs töte. Anstatt das Viech. Weil Ashley ist more at risk als ich. So. Alle guten Dinge sind 3. Wo ist das vierte Mal? So nämlich, genau.
Nein. Warum spawnen die nach? Ich hab sie weggebombt. Alter, das ist doch... Ich mach die weg. Ich denke, es ist clear. Ich konzentriere mich auf den Regenerator. Regenerator. Und dann kommt die nochmal. Ey. Ey, ganz ehrlich. Ich glaube, ich habe mich gesoftlockt. Ich glaube, ich kann mal Steve Cox sacken, ganz ehrlich. Wir versuchen es nochmal. Wie ich es gerade eben gemacht habe. Ich versuche die Granaten sparsam zu benutzen. So. Oh nein. Na, scheiß Teil. So, verdammt, rennen wir ganz schnell zurück. So schnell es geht. Wir suchen die anderen Illuminados, nenne ich jetzt auch mal. Die anderen Zombie-Mercenaries aufzuhalten. Hey, hör auf! Hallo? Kannst du aufhören? Nein, mach die Brücke weg! Mach die Brücke weg! Wir müssen das lösen. Wir müssen das lösen. So, wie machen wir das jetzt? Okay, wir drehen das so. Dann ist das unten aktiviert. Aktivados. Dann können wir das hier scheißen. Nein, nein. Scheiße. Ich bin Clown. Okay, fertig. Oha, ich will noch hier haben so. Esche, komm. Esche, komm. Geh da weg jetzt. Komm zu mir. Weg von diesem Ding, ich werde es nicht bekämpfen. Einfach raus jetzt. Oh Gott sei Dank. Einfach noch disgusting red line running. Oh mein Gott. Waste Disposal sind hinter uns. Gut. Bro, ich bin jetzt da. Wir werden jetzt Cash machen. Viel Geld jetzt. So. Und hab ich hier noch was? Wir verkaufen die Killer 7, das war eine scheiß Idee. So. Weg mit dem. Oh yeah. Geil. Handgun immer zu verkaufen kann, aber es bringt nicht wirklich viel. Machen wir das hier weg. Black Bears behalten wir, die kann man fressen. So. Ich möchte gerne wieder eine Pistole kaufen. Nämlich will ich back to meine Blacktail. Das ist ein exemplary firearm, right there, Stranger.
Na gut, besser als haben wir nicht, okay. Power! Nein, Digga. Alles geht in die Pistole rein. Pistol, my beloved. Der Rest kann ja bleiben. Aber der Rest geht hier rein. Rate of Fire und Power, will ich hoch machen. Den Schuss ist auch noch ganz gut. So. Back to Biz wieder. Wir haben 6 Spinals. Ich weiß nicht, ob wir das noch hinbekommen, ein Exclusive Ticket zu holen. Deswegen lassen wir mal und nehmen Geld. Ich glaube, wir hätten, wenn wir so 7 bekommen mit diesen 2 letzten Quests. Was hatten wir? Blue Medallions, das, was ich gerade eben gemacht habe. 14, dann nochmal 14 hätten wir. Hätten wir vielleicht. Ne, wir hätten nicht mal das Ticket holen können. Okay, das war's dann. Weg mit dem. Wir wollen das Geld haben. Dann stecke ich noch ein bisschen was hier rein, nämlich hier bei Reload Speed. So. Dann, das war's. Jetzt kann ich auch Handgun Ammo craften. Das ist auch Sinn macht. Weil die Handgun ist Bread and Butter. Und jetzt können wir das Ding wenigstens ein bisschen etwas facen, ja? Diese Lücken fucken mich ab, Alter. Green und Yellow. Nee, das passt eigentlich so. So, ja, schön, wir gehen nochmal zurück zu diesem Viech und holen die Spinals. Ich habe schon gefragt, was habe ich denn mit meiner Granate gekillt, dass da halt 1 kam. Warte mal, benutzen wir den. Geht der nicht auf die Pistole, scheiße. Die sieht immer nur kurz, aber nicht ganz. Ich hoffe, es kommen auch keine Zombies, wenn ich das jetzt mache. I'm a professional. Ich sehe es nicht ein, dafür Munition zu verschwenden. Das Ding klingt aber echt creepy, muss man sagen. Wie es am Zittern ist, Alter. Was zitterst denn so? Oh, jawohl. Wir haben ein richtiges bekommen. Hehe. Geil. Oh, ja. Das hat sich gelohnt. So, es sind noch die anderen Ratten. Dann gehen wir nochmal Fettkohle machen.
Komm her. Hier ist noch einen. Ich hier. Oder ist sie hier? Ha. Gott sei Dank, endlich. Okay. So ist aber wirklich erst schnell weg hier. Ich finde es mir doch witzig, dass ich hier rufe wie so ein Pferd, Alter. Pferd Blue. Mein geliebtes Pferd Blue, Alter. Wie viele Quests gibt's noch? Das waren noch zwei. Na komm, ich spare mir, vielleicht kriegen wir noch die Mathilda. Da kann ich sie für ein New Game Plus verwenden. Aber wir können das mal. Hallo? Aber wir können das mal verkaufen. So. Dann speichern wir nochmal. Ne, warte. Wir decken uns nochmal kurz ein, nämlich will ich. Komm, wir benutzen das Messer so oft, Alter. 34.000. Ich hol die beiden hier. Wir sind dann 25.000. Habe ich noch 10.000 über. Na, Messer ist based. Aber meine Pistole ist auch toll. Ach komm, einfach eine Pistole hoch. Jetzt speichern wir. Standard. Wir gehen weiter. Das sieht nach einer sehr Open Area aus. Das wird gleich ziemlich fett abgehen. Das sieht so ominous aus, das ist bestimmt gar nicht wichtig oder so. Ich habe keine Idee. Wie, ich habe den Flashlighter vergessen. Are you shitting me? Hier in der Ecke. Wo? Hier oben? Oh, da. Okay, nevermind, okay. Gut, dann machen wir das mal kurz hier. Sie ist literally Gordon Freeman, Mann. So. Contrado!
Ich dachte, turned. Okay. Putz, Junge! Schnell hier das mitsammeln und wieder weggehen. Putz, Junge! Nein, aua! Ja, der ist schon tot, Alter. Puh, was war... Oh! Hey, wie hat mir gerade Schaden gemacht, hab mich ganz leicht berührt. Wie? Stech ihn ab! Holy shit! Geil! Sehr schön! Oh! Ich dachte, ich muss E drücken. Ich habe dann mich hingedruckt. Das ist auch gut. Abstechen! Hallo, Kollege, verpiss dich. Hör mal auf jetzt, beruhig dich. Dauert doch etwas länger. Stich ihn ab! Das ist ein Rocket Launcher gut, oder? Oh nein! Nichts bei dies, Alter! Was mache ich da? Stech ihn ab! Hallo? Putz, Junge! Nein, nein, nein! Das war so klar. Warum hab ich das gemacht dann? Oh, blöd. Nice. Drivers Education. Wo seit wann haben wir dann fucking Bagger? Ich meine, Kran zu steuern, Alter. Es ist so geil, eben wenn ich denke, so, ich hab nichts verpasst, verpasse ich immer noch was. War das jetzt wirklich alles hier? Das war wirklich alles. Gut. Puh, Rifle Ammo, bisschen craften und Sub. Okay, halt nicht. Na, ich wollte auch. Okay. Wir müssen eh warten, bis der Lift kommt, dann müssen wir wieder wahrscheinlich kämpfen. Das kann ich sogar noch aufmachen, wenn man es zurück will. Mach ich einfach mal.
Aber ich muss nicht mehr zurück. Ne, ich muss nicht mehr zurück. Shooting Range haben wir soweit gut abgeschlossen. Nicht so, wie ich mir vorstelle, aber besser als erwartet. Abfahrt. Nach oben. Da habe ich doch so einen riesigen Teil, Alter. Ich weiß nicht, ob das heute noch durchzieht. Wie viel haben wir denn? 21 Uhr und draußen immer noch hell, Mann. So. Ich find's immer creepy, dass wenn die so ausatmet, dass der Mund sich nicht bewegt. Das ist so irgendwie ungewohnt, weil man erwartet, dass man halt. Ihr wisst, was ich meine, aber das ist. Keine Kritik, ich find's nur. Es sieht immer so komisch aus. Habe ich den Knopf nicht gedrückt oder was? Mein Gott. So. Hier? Oh. Wir können drüber wollten. Okay. Transporting the amber. I must stress the use of extreme caution when handling the amber deposits from underneath the castle. Work with the utmost respect and obedience. It is imperative that you do not disturb the holy body's slumber. Twitch, hör auf, mal willkommen chatten, dahin zu schreiben. Ich nehme auf. Oh. This must be what Luis was talking about. Ja, und was Ada gerne haben will. Doch wir wollen Ada haben. Alter, was für weg? Aha, und da sind die Viecher. Divine providence ensued. Such a profound lesson for all. Los Plata. Welcome, my children. I am Osmund Sattler, the speaker for our Lord. Tell someone who gives a shit. Foolish lamb. Why do you deny grief? Now, abandon your body. Obey. Obey the voice of our Lord. No! No! Stop! Sweet child, do not resist. Der Shit bis nach hinten fahren. Oder war hinten? Pray forgive these wicked sinners. My faithful disciples shall deliver to you your penance. Okay, ich hab mal. Now, child. Need not be afraid. Submit your body and release yourself from fear. Ach, das Shit war hinten. Okay, ich sag nichts. Es hat genug gejammt. So! Verdammt nochmal, Adam Sandler hat uns wieder Ashley geklaut. Er ist der Speaker for our Lord.
Ich dachte. Ach komm, egal. Ja, was ich sagen wollte ist. Ich habe gar nicht gecheckt, dass die Waffe gejammt war. Das wär grad übel geworden, weil Leon fucking tot, Alter. Superior Speeches Report. Dearest Adam Sandler, I'm overjoyed to report wonderful news. Production of the Superior Speeches of Las Plagas is officially underway. If all goes accordingly, rest assured that he will reach our ultimate goal. The Plaga is a truly magnificent organism. It has the capacity to live in any vertebrate, be it human, dog, or even crow. There is no other parasite like it on Earth. The Superior Speeches is particularly impressive, as it can assimilate with a host without causing any damage to the brain. No one can oppose the strength of our dominance, my lord. On the contrary, who would resist once they experience the utter joy that accompanies the absence of free will? I'm living proof how ignorant I once was. In a few days, I will have finished administrating the plaga to all the high-ranking researchers, and then they too shall know. And when your plan is complete, the whole world shall know. Annabel Garcia Escudero, head researcher. Wie war das nochmal? Das C war ein K. Okay, Escudero, genau. Translation, Digga. Hier sind einfach so Grafen, Alter. Ihr müsst euch mal vorstellen. So, okay, wir machen jetzt diesen Virus. Der wird jetzt, also wir befreien diesen Virus, der wird jetzt alle befallen. Hier sind die Grafen, wie sich das auswirkt. Das ist halt so witzig, dass es halt so halt irgendwie halb religiös ist. Das Ganze wie so, das ist basically ein Kult. In dem die Leute halt zu diesen mindless Zombies werden. Aber gleichzeitig so, ist es so wissenschaftlich, dass man so einen fucking Grafen erstellen kann, wie der stark und gut das befällt. Ja, finde ich witzig. Okay, wir müssen dieses Töchter jetzt finden, das brauche ich jetzt. Crystal Ore. So. Ja, können irgendwo hin, also I guess. Rein, die Olga. Warum ist es gesagt? Ich mag diesen Spruch rein, die Olga, gar nicht. Nicht, weil er irgendwie. Nicht, weil der komisch ist oder so ein Scheißdreck, oder weil ich mir denke, das ist nicht. Das ist lame. Das ist lame, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Er hat kein Knacks mehr. Drei Stück. Abschichten! Alter. Ich hab keine Ahnung, was ich perfekt getimed hatte. Ich hab einfach gedrückt, wenn ich konnte. Okay, weg da. So ist gut. Junge! Bad Prompt. Ich stell einfach so auf. Oh yeah, Goldbar. Ich hoffe, wir treffen den Merchant bald, Junge. Ich will Cash. Bin ich bescheuert? Hat er nicht einen Treasure hier? Habe ich verkauft. Wo haben wir jetzt ein Emerald her? Ich habe gerade so eine Deinstallation von meinem Gehirn gehabt. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, von meiner Erinnerung. Ich habe gerade. Was zum Fick, Alter? Ich glaube, so fühlen sich Alzheimer-Patienten. Das war ein Joke, ich meine das nicht ernst. Scheiß euch nicht ein, Alter. Obwohl, scheiß euch ein, dann müsst ihr sauer machen. Haha, ihr Loser. So. Halten wir das mal nach. Oh, wie das klickt und klackt, das macht mich geil, Digga. Ich höre einen kleinen Ramon hier drehen, Alter. Warte. Okay, dann muss ich das lesen.
Pay request redevelopment of the island is well underway. Weapons and other defense equipment have been set up to guard against any outside intruders. By the time we are finished, the island will be a giant fortress. These defenses won't hold up long term, but they should last until we carry out our plan. And once accomplished, we'll be much closer to our ultimate goal of world domination. None will be able to resist our power, Jack Crozer. A military dude, der mit seinem Wissen jetzt einfach eine riesige Militärbasis baut für eine Operation, die mehrere Leben gefährden kann. Klassisch. Ich weiß nicht, wie ich politisch dafür habe, ich jetzt kein Beispiel, aber es würde passen. Es würde passen zu so Redneck, sag ich schon, Alter. Zu Leuten, die halt den Verstand verlieren und im Militär waren, dass sie dann sehr, sehr gefährlich werden können. Aber wir sind hier oben fertig, es geht mir runter. Hui! So. Kann ich nichts lesen. Ey, das bin ich, als ich noch fucking jung war. Port of Leon, I'm waiting. Kinda gay, bro. Was okay ist. Alter, wie viele Dogticks? Case File, Operation Javier. Ich gehe das davon aus, dass es Spanisch ist. Oder das Javier heißen. Ich kenne aber den Spanischen Javier. Few people have heard the name even within and little wonder too. The operation was not made public. It was conducted in secret and then buried. The reason being it was too inhumane. It all started back in 2002 when a small unit of US Special Forces was sent to infiltrate an area of South America. Their mission was to eradicate the drug cartels. The whole operation took several years to prepare for and only the most elite soldiers were selected to participate. Das war Benat gerade für mir. I don't know if the mission was a failure or not, but I do know the fate of those elite soldiers once it was over. Apparently the entire unit was wiped out except for the commandery officer Major Krauser wahrscheinlich. And not by the cartels, but by the US. It shouldn't have been difficult to extract a single stranded unit. All it would have taken was a single helicopter. But for some reason the military didn't act. Wahrscheinlich weil damit es einfacher ist, das ein Cover-up zu machen. Haben die auch bei... ich glaube bei dem... Es gab 2014 einen Angriff von der Wagner-Gruppe auf... ein von US unterstütztes Ölraffineriegebiet in Syrien. Die Vakuum-Soldaten sollten eigentlich auch mit russischen Einheiten das stürmen, aber die russischen Einheiten, doch Luftwaffe hat nicht reagiert. Und die haben einfach die da reinlaufen lassen und das war ein Massaker. Weil die Amerikaner haben dagegen alles geschmissen. Die kamen jetzt da mit Panzer und Fahrzeugen und sowas, aber die Amerika hatte die Luftoberheit, das heißt, A-130, A-406, Apache und all das haben das, mit Präzision Artillerie gelenkt und alles auseinandergenommen, was da dagegen kam. Vor diesem Angriff kam, glaube ich, nur so ein Viertel zurück von den Wagner-Leuten und den syrischen Truppen. Das war krass, können wir nachgucken, müssen wir suchen nach Syrien, Wagner-Gruppe und dann US-Soldaten-Angriff oder so. Dann würde ich das hier so besser erklären als ich. Rumors say that the decision was the outcome of a power struggle among the top brass. Yeah, my God. Others say it was a directive from the former president himself, but we may never know the truth since it was all covered up. Yeah. But I'm certain of one thing, the US government let those people die. Brave young people who dedicated their lives to protect their country. Ja, da bin ich gerade ein anderes Land gerade. Spoiler, es ist auch wieder andere Supermacht. I want to expose this crime not because it's my responsibility as a reporter, but because it's my duty as a fellow American. Note 1, this document all concerns Operation Javier and was written by an American journalist named... Schließt er nicht. Note 2, this article will never be published, has already been taken care of. Okay, wer wurde eliminiert? Er hat sich selber... also, der Reporter hat sich selber umgebracht mit 5 Schüssen in seinen Hinterkopf. Das ist der ganz normale, natürliche Sterbegrund. Also,
Schüsse im Hinterkopf, das ist eine natürliche Sterbeart. Todesgrund, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Auf jeden Fall, das ist mit dem passiert, das ist mit dem Reporter wahrscheinlich passiert. Jupp. Ashley's Graham Abduction, Phase 1, depart from campus with the target. It's got the target as usual until the start of Phase 2. There should be 3 others inside the vehicle, including Baker. Elvis unit will follow you behind you in a separate vehicle. Continue to drive your normal route. Phase 2, stop the vehicle under the pretense of engine trouble. Transfer the target to Abel's vehicle. Phase 3, Abel's unit will change course, subdue and restrain the target, place the target in a large container. Phase 4, Baker's unit will create a diversion, Henry's unit will infiltrate the investigations database and disable the network. Phase 5, meet at point Kilo 9 and transfer the cargo onto the ship. Krank. Krank. Aber verständlich. Das ist wichtig, man muss, also mit verständlich meine ich, wir wissen, warum er das macht. Er macht das, weil er Rache an der US-Regierung nehmen will. Was in erster Linie based ist, aber das ist nicht der Punkt, den ich machen will. Der Punkt ist der, dass vor allem Bösewichter oder Antagonisten immer ein Motiv haben müssen. Einfach so, haha, ich bin böse, wie Salazar. It ain't cutting, weißt du, wie ich meine? Müssen ein bisschen mehr haben, damit ich denke so, oh, was ein interessanter Gegenspieler von mir. Und Salazar didn't cut it. Alter, wie viel es noch kommt, Mann. Okay, ich spiele noch ein bisschen, aber dann mache ich dann Ende. Okay, ich mache, glaube ich, schon hier Ende. Goldbar, Goldbar hier weg. Hui. Wie gesagt, Spineless spare ich. Besser reparieren wir, Armor reparieren wir auch. Gut, machen wir die Pistole fertig. So, geben wir. Ich wollte ein bisschen noch ins Messer reinstecken. Verdammt, Mann. Ja, das sind 2400, ne? Ja. Ich lasse das mal so. Aber ich sortiere das mal kurz, dann crafte ich mir kurz noch Shotgun Shells. D&D sind wichtig und richtig. Oh, Junge, wir haben die Runes dann noch. Noch das und dann das und dann das. Okay. Ich würde sagen, wir machen hier Schluss und sehen dann im nächsten Mal, wenn es heißt Resident Evil 4 Remake. So. Kann ich mich drehen? Okay, ich bin das so, ja perfekt. Also bis zum nächsten Mal. Bei Resident Evil 4 Remake. Bis dahin.